Niki Glattauer, in Ihrem früheren Leben waren Sie ein erfolgreicher, sehr bekannter Journalist. Rund um Ihr 40. Jahr herum haben Sie sich dann entschlossen, im zweiten Bildungsweg sich zum Lehrer ausbilden zu lassen. War das ein Schritt, den Sie jemals bereut haben? Nein. Ich war relativ alt schon, als ich als Lehrer begonnen habe, das stimmt. Hat den Vorteil, dass ich mit einer gewissen, jetzt sage ich mal, Lebenserfahrung Lehrer geworden bin. Das wirkt sich im Klassenzimmer nicht nachteilig aus. Streng genommen müsste ich ja Herr Direktor zu Ihnen sagen, Niki Glattauer. Sie sind seit einiger Zeit Schuldirektor einer Schule in Wien-Meidling. Vor welchen Herausforderungen steht man denn als Schuldirektor? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon immer wieder ein bisschen der ganz normale Wahnsinn ist, mit dem Sie da konfrontiert sind. Ja, das ist der ganz normale Wahnsinn, denn man ist als Schuldirektor in einer Leitungsposition, ohne wirklich leiten zu können. Oder nur bedingt leiten zu können. Man ist seine eigene Sekretärin. Sie haben kein Sekretariat? Nein, ich habe kein, wir haben alle kein Sekretariat. Wir machen zu 80% Administration und Verwaltung und kommen in den letzten 20% zu dem, warum man eigentlich Direktor wird, nämlich ein bisschen eine Schule zu leiten. In meinem Fall auch Inklusionsschulen, Klassen in Volksschulen. Also ich habe da sehr viele verschiedene Bereiche, in denen ich tätig sein möchte und sollte. Was ist das Schöne am Lehrerberuf? Dass man es mit Menschen zu tun hat, dass man es mit Kindern zu tun hat, dass man Akzente setzt, man hinterlässt ein bisschen was in der Welt. Als Lehrer, als Direktor hinterlässt man höchstens was beim Lehrkörper, aber das ist hoffentlich das Richtige. Das österreichische Schulsystem ist praktisch täglich in den Medien, wird praktisch täglich kontroversiell diskutiert in den Medien. Wie stellt sich das für einen Praktiker dar? Man hat das Gefühl, das österreichische Schulsystem ist eine einzige Baustelle. Haben Sie als Lehrer, der ja auch lange an einem Essen, also an neuen Mittelschulen unterrichtet hat, haben Sie da das Gefühl gehabt, immer wieder sozusagen gegen Windmühlen zu kämpfen, eine Quelle auszuschöpfen, die nie auszuschöpfen ist, mit der Arbeit nie nachzukommen, weil so viel zu tun wäre? Wie hat sich das für Sie dargestellt? Ja, also die Gefahr besteht, dass man sich so fühlt. Bei mir ist es nicht so, weil ich mir denke, viel mehr Gelassenheit gehört in den Lehrberuf. Wir lassen uns alle ununterbrochen sozusagen mit den Rücken an die Wand drücken und sind in Verteidigungsposition. Ja, es gäbe Reformbedarf und zwar eklatant. Die richtigen Reformen machen es eh nicht, weil die politisch nicht gehen. Und alles andere, die Scheinreformen, sind alle unnötig und bringen nichts außer Verunsicherung. Und das Schlechtreden von Schule bringt schon gar nichts. Also wir haben gute Lehrerinnen und Lehrer und wir haben gut ausgebildete Schüler. Und wenn manche von ihnen keinen Job finden, dann liegt es nicht an der Schule, sondern am Arbeitsmarkt. Das ist eine knackige Ansage, kann man das wirklich so sagen? Ja. Es gibt ja wirklich relativ viele 14-, 15-Jährige, die nicht sinnerfassend lesen können, die an den Grundrechenarten scheitern und auch die einfachsten Gebote der Höflichkeit nicht beherrschen. Das ist wieder was anderes. Das Disziplinäre, darüber können wir auch reden, auch da finde ich, dass da viel zu viel Tohuwabohu gemacht wird und aus Mücken Elefanten entstehen. Es hat immer schon freche Schüler gegeben, auch als ich jung war und in meiner Klasse. Und waren Sie auch einer? Ja, ich war, glaube ich, auch ein frecher Schüler. Ich kann mich an einen Deutschlehrer erinnern, einen Professor, der zu mir gesagt hat, Glattauer, Sie widerliche Kreatur. Habe ihn offensichtlich irgendwie gereizt. Und es gab immer schon Leute, die nicht gescheit lesen und schreiben haben können. Wenn man sich Briefe anschaut von unserer Großelterngeneration in den Nachlässen, das strotzt von Fehlern. Und ja, und die gibt es auch heute. Und es ist tatsächlich ein Arbeitsmarktproblem, dass sich die Schule nicht umhängen lassen dürfte. Wir sind dazu da, lebensabschnittsbegleitend Kindern Zuversicht, Mut, Selbstbestimmung beizubringen und Wissen. Das machen wir. Ob die damit einen Job finden, wenn alles wegrationalisiert wird, wie es ja Thema meines letzten Buches ist, was kann da die Schule dafür?
Sie haben Ihr neues Buch angesprochen, Ende der Kreidezeit heißt es. Sie beschreiben da Szenen aus dem Leben einer fiktiven Lehrerin namens Reingard Söllner. Glattauer Fans kennen die Reingard schon aus früheren Büchern von Ihnen. Reingard Söllner ist Alleinerzieherin eines 8-jährigen Sohns und einer pubertierenden Tochter, also an sich schon ein schreckliches Schicksal. Aber darüber hinaus ist sie als Lehrerin und Privatmensch auch mit dem Wahnwitz der Digitalisierung konfrontiert in ihrem Buch. Stehen Sie der Digitalisierung kritisch, skeptisch gegenüber oder ist das einfach ein augenzwinkernder Zugang zu einem gesellschaftlichen Phänomen, an dem wir eh nichts ändern können? Ja, naja, die Digitalisierung hat einen großen Stellenwert in der Problematik des Lebens. Aber ich würde sagen, es ist der Alltag, zu dem die Digitalisierung jetzt noch dazukommt. Wir haben einen Alltag, der meiner Meinung nach immer beschwerlicher wird. Jetzt kann man sagen, okay, weil ich ein alter Mann bin, empfinde ich das so. Aber ich höre das auch von den jungen Leuten. Warum? Weil wir immer mehr arbeiten und immer mehr machen, was früher andere gemacht haben. Ob das Bankgeschäfte sind, wo wir uns in der Nacht hinsetzen und das Konto netbankingmäßig selber bearbeiten, was früher ein Bankbeamter gemacht hat. Ob das die Tankstelle ist, wo man selbstverständlich selbst aufsteht und sich selber tankt, was früher der Tankwart gemacht hat. Ob das Online-Check-in ist, wo man stundenlang, weil das funktioniert ja alles nie, ja, Stunden damit verbringt, was früher am Schalter jemand gemacht hat, der dafür auch bezahlt worden ist. Wir rationalisieren die Dinge weg, das passiert durch die Digitalisierung jetzt vermehrt und fast schon exponentiell. Gleichzeitig übernehmen wir diese Arbeit. Sie fällt ja nicht weg, sondern wir machen es selber. Es verschwimmen Arbeitszeit und Freizeit zu einem Konglomerat an ununterbrochenem Tun. Und daher sind wir erschöpft. Und ich wollte das einmal zeigen anhand einer konkreten Person, wie der Alltag von uns allen eigentlich so ausschaut und dass wir uns nicht wundern dürfen, dass wir es alle fast nicht packen. Damit da jetzt unsere Seherinnen und Seher keinen falschen Eindruck bekommen, Ihr Buch, finde ich, ist in allererster Linie vor allem einfach wahnsinnig lustig. Dass es um gesellschaftliche Probleme geht, ist ja eigentlich ein, so habe ich gelesen, Nebeneffekt. Sie sind schon ein lustiger Bursche auch, oder? Ich glaube schon. Ja, weil, schau, ich bin der Meinung, dass man alle Probleme am besten mit Humor nimmt. Ehrlich gesagt. Und ein bisschen lachen und ein bisschen mit Distanz, einen Schritt zurückgehen und die Sache sozusagen mit Distanz und Humor zu betrachten, sieht man schon alles ganz anders. Und das versuche ich in allen Lebenslagen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es wirklich in allen Lebenslagen. Und ja, das Buch ist natürlich witzig, weil es ja so grotesk ist, was einem da passiert. Und wenn man ja wirklich darüber lachen kann, können sollte. Wir sitzen hier im sogenannten Philosopheneck der Hauptbücherei Wien. Haben Sie eine Beziehung zu Bibliotheken, öffentlichen Bibliotheken, Leihbüchereien? Sie sind ein Favoritenkind, sind in Favoriten aufgewachsen, soweit ich weiß. Gab es dort öffentliche Bibliotheken? Favoriten ist nicht die Bronx. Es gibt auch in Favoriten Bücher, oft zerfleddert am Boden zwar, das muss man auch wiederum sagen. Nein, natürlich gab es. Also ich bin mit Büchern aufgewachsen. Ich komme aus einem Haus, also aus einer Familie. Mein Vater war Journalist, meine Mutter hat sehr viel gelesen. Das ist ein Gen offensichtlich. Mein Bruder ist Schriftsteller, nämlich wirklich Schriftsteller. Ich bin ja nur Buchautor und nicht hauptberuflich Schriftsteller. Könnte man diskutieren, würde ich sagen. Naja, also ich lebe nicht davon und daher bezeichne ich mich als Buchautor. Meine Kinder sind Leseratten, beide. Obwohl sie auch dauernd das Handy in der Hand haben. Aber wenn sie das Handy nicht in der Hand haben, haben sie ein Buch in der Hand. Beide. Also Bücher gehören... Meine Bibliothek steht zu Hause und stand immer zu Hause. Ich bin nie in Bibliotheken oder sehr selten in Bibliotheken gegangen, muss ich fairerweise sagen, weil ich habe mir die Bücher nicht mehr gekauft. Dann darf ich Sie zum Abschluss unseres Gesprächs zu einem kleinen Wordrap einladen, Niki Glattauer. Gern. Das assoziiere ich mit dem Wort Bibliothek. Das verzweifelte Versuchen, eine Ordnung hineinzubringen. Der beste Roman aller Zeiten? Alessandro Baricco, City. Geht um einen hochbegabten Buben, den der Vater unbedingt zu Höchstleistungen anspornen will und der Bub will einfach nur ein Bub sein. Großartig geschrieben, total spannendes Ende, super Buch. Ein Autor, der mir auf die Nerven geht?
ein Autor, der mir auf die Nerven geht. Sachbuchautoren alle. Ich mag Sachbücher nicht. Ich lese Sachbücher nicht. Es ist Geschwafel. Gedichte lese ich? Nur Trakel. Mein liebster Leseort? Das Bett. Ich lese im Bett, und zwar ausschließlich im Bett. Ich lese ausschließlich im Bett vor dem Schlafengehen. Dafür brauche ich auch für ein Buch circa 100 Jahre, weil ich lese immer 6 Seiten und dann schlafe ich ein. Das regt mich wirklich auf. Aufregen tut mir nichts. Mich ärgert der Rechtsruck, der durch Europa geht gerade. Dort komme ich zur Ruhe? Im Bett. Ich schlafe gerne. Wie gesagt, nach wenigen Seiten Buch schlafe ich auch ein, schlafe genüsslich, träume schön. Herrlich. Der Sinn des Lebens ist für mich? Besser zu sein als der, der ich gestern noch war.